Brustkrebs ist eine sehr häufige Erkrankung. In Deutschland erkrankt jede achte Frau. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr groß, dass wir früher oder später damit zu tun haben werden. Deswegen ist es gut, sich um seine eigene Brustgesundheit zu kümmern. Und es gibt mehrere Dinge, die man tun kann, damit die Brust gesund bleibt. Zum einen ist es so, dass Alkohol Brustkrebs fördert. Das heißt, je weniger Alkohol man trinkt, desto besser für die Brust. Zweitens kann man sich sein Fettgewebe angucken. Wenn man mehrgewichtig ist, führt das zu einem erhöhten Risiko. Also auch aus Perspektive der Brust ist es gut, Fettgewebe zu reduzieren. Drittens, Bewegung und Sport. Man muss also nicht immer unbedingt ins Fitnessstudio gehen, aber wenn man in den Alltag Bewegungseinheiten einflechtet, wann immer man kann, zum Beispiel nicht den Fahrstuhl nimmt oder nochmal extra für die Kollegin oder Freundin etwas holt, dann ist es direkt gut für die Brustgesundheit. Wenn man ein Kind bekommt und sich für Stillen entscheidet, dann kann das auch das Brustkrebsrisiko senken. Und schließlich ist es wichtig, dass man weiß, wer in der Familie schon mal eine Tumorerkrankung hatte. Also wenn jemand Brustkrebs oder Eierstockkrebs hatte, dann einmal überlegen, wer war das, wie viele Menschen in meiner Familie sind betroffen und was bedeutet das für mich. Es gibt da sogar Screening-Tools und Zentren, die weiterhelfen können und checken, ob man eine familiäre Belastung für Brust- und Eierstockkrebs hat. Wenn das der Fall ist, dann kann man zum Beispiel intensivierte Vorsorgeerkennungen durchführen. Es ist sehr gut, seine Brust regelmäßig zu untersuchen. Das kann man selber tun, zum Beispiel beim Duschen einfach abtasten und zum Beispiel alle 3 Monate. Und das hilft dann, so kleine Veränderungen zu erkennen, die zum Beispiel sich anfühlen wie eine Murmel unter dem Gewebe oder wie eine Einziehung oder eine Rötung wäre auch auffällig. Alles, was sich also an der Brust verändert, sollte man mit seiner Gynäkologin besprechen. 70% aller Tumorerkrankungen kann man selber ertasten. Tastest du deine Brust regelmäßig ab? Wenn nein, warum nicht? Schreib's gerne in die Kommentare.